alles neu macht. Der Mai, auch dieses Jahr 2021, gibt es bei Miles & More viele, viele Angebote. Wer mit Porsche fahren will, kann 8 Meilen pro Euro bekommen. Ihr müsst ihn nicht unbedingt kaufen, glaube ich. Aber bleibt gespannt. Dann gibt es für Freunde des Whiskys eine Limited Edition zusammen mit der Sansibar und dem Lufthansa World Shop. 23 Jahre in dem Sherry-Fass gereift, sage ich jetzt einfach mal. 107 Flaschen gibt es. Es gibt Family Weeks. Ja, Familienwochen kennt man sonst nur bei China-Wochen von McDonald's oder so. Es gibt jetzt Family-Wochen. Da gibt es viele Prozente, 50% zum Beispiel, 33% der Family Week, aber 50% bei den In-Flight-Shopping-Klassikern. Ihr habt das ja aus den vorigen Monaten schon gesehen. Also insofern, stay tuned, was es sonst noch alles gibt. Soll ich euch noch einen kleinen Schmanker geben? Upcycling Collection, da gibt es echt rare Sachen. Eine Sache gibt es zweimal und eine Sache gibt es nur 4-mal. Aber mehr nach dem Intro und dann tauchen wir in die Angebote ein. Also, bis nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute geht es natürlich wieder mehr um Punkte, Prämienmeilen bei Lufthansa Miles & More. Die Mai-Angebote sind rausgekommen. Und dann lasst uns doch direkt mal einsteigen in die Angebote, nachdem ihr ein Like, ein Dislike oder aber auf jeden Fall das Subscribe da lasst, damit ihr die nächsten Angebote nicht verpasst. Heute gibt es ja nicht nur das Video zu den Meilen-Highlights von Miles & More, sondern auch die Meilen-Schnäppchen. Also das zweite Video kommt, nee, ist ja Samstag, kommt Montag. Also bleibt gespannt und damit geht's dann sofort rein. Für die, die in der Upcycling Collection Sachen gekauft haben, ihr wisst, das sind Sachen, die man aus gebrauchten Sachen der Flugzeuge macht, aus der Flugzeughaut oder aus den Decken zum Beispiel. Also aus allen Dingen, die die Fliegerei bei der Lufthansa euch begleiten, die hat man dann quasi nochmal, ja, recycelt, upcycled, nochmal wertvoller gemacht, damit ihr sie zu Hause bei euch entweder als wertvolles Möbelstück, als Accessoire oder als nettes Erinnerungsstück mitnehmen könnt. Und da gibt es zwei exklusive Stücke, die es wirklich nur einmal, zweimal oder einmal, viermal gibt. Und zwar ist das die Alpha India Papa Charlie. Die war der Spender. Das ist ein Airbus A320-211, der leider verschrottet werden musste, war am End of Lifetime. Und da gab es dann einmal aus der Flügelspitze, also aus dem Wingelet, so eine Art Wandelement, das Bild seht ihr. Dann das andere, was es gibt, ist ein Möbelstück, wo man das, ja, die Emergency-Tür als Tür rausgenommen hat und hat damit so eine Art Sideboard gemacht. Emergency Exit Sideboard. Ich weiß aber nicht, ob die durch das Sideboard passt. Ihr müsst dahinter vielleicht einen Notausgang machen. Dann könnt ihr es einfach ausprobieren, ob ihr auch durch die Tür rauskommt. Aber es sind zwei wunderschöne Elemente. Ich habe die Bilder hier oben ja reingepostet. Infos wie immer findet ihr unten in den Links, in den Shownotes. Da könnt ihr dann einfach schauen. Jetzt kommt mir zu dem Thema Whisky. Ich selber trinke ja sehr gerne Whisky und der Lufthansa Workshop hat mit der Sansibar zusammen einen Whisky gemacht, der The Traveller heißt. Also The Traveller ist im Sherryfass im schottischen Speyside gelagert worden. 23 Jahre, habe ich 23 Jahre überhaupt schon mal gesagt? 23 Jahre, nur damit ihr es wisst, wie lange das Ding ist. Ne? Davon hat er profitiert, denn er hat ein paar, also so steht es in der Werbung, ne? Ich habe nicht probiert. Ich würde mich freuen, wenn man mir eine Flasche zuschicken würde. Gibt aber, wie gesagt, nur 107 Stück. Eine Limited Edition. Einzigartiger Geschmack aus Schokolade, Nuss und Marzipan. Also, auch da der Link unten. Ich hatte es auch schon gesagt, es gibt viele Produkt-Highlights aus dem Onboard-Verkauf. Da es im Moment ja keinen Onboard-Verkauf gibt, wird es über den Worldshop verkauft. Da könnt ihr dann auch mit 50% Rabatt Produkte finden. Und ganz wichtig ist, ihr könnt es leider nicht kombinieren. Aber schaut einfach mal nach, vielleicht ist da etwas für euch. Da sind viele Sachen aus dem Bereich Damen-Accessoires, Männer-Accessoires, aber auch aus dem Bereich Travel, ja, Technik-Geek-Sachen. Heißt also Stecker, USB, Laufwerke, also sehr, sehr viele Dinge, wo ihr auch irgendetwas findet. Schmuck natürlich, Armreif und so weiter, habe ich gesehen in den vergangenen Monaten.
Und jetzt kommst du zu den Family Weeks. Bei den Family Weeks gibt es 33% oder bis zu 33%, muss man korrekterweise sagen. Weil wer raus möchte in die Natur, kann sich da eindecken. Produkte zum Beispiel von Garmin oder Steiner sind da rabattiert. Garmin, wer es nicht kennt, das sind diese GPS-Uhren und so weiter. Also sehr schönes Stuff, was man damit machen kann. Jetzt gibt es Angebote aus dem Shopping-Bereich von Miles & More. Ihr wisst ja, wenn ihr einkauft bei irgendwelchen Versandhändlern oder sowas oder Zeitungen, Magazine haben wollt, da könnt ihr auch Rabatte bekommen. Das erste Angebot mit 15-fach Meilen zu sammeln ist bei der FAZ. Da gibt es 42.000 Meilen für ein Jahresabo von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag digital von 586,80 Euro angefangen. Also wer das abonnieren möchte, kann das über den Shop machen. Da habt ihr dann auch wirklich diesen Meilenbonus. ENBW, also das ist dieser Energiebetreiber aus Baden-Württemberg. Wer also einen Strom- oder Gasvertrag macht, kriegt pro Vertrag 10.000 Meilen. Also wenn ihr einen Vertrag abschließen wollt, guckt einfach mal, ob da der Tarif für euch günstig ist, dann könnt ihr ja wechseln. IHG, das sind die von den Hotels Crowne Plaza, Holiday Inn und so weiter und so fort. Die geben 500 Meilen pro Aufenthalt. Ganz wichtig ist, dass der Buchungszeitraum und der Aufenthaltszeitraum vom 1.5. bis zum 31.12. diesen Jahres ist. Für wen, der nicht bei IHG öfters sammeln möchte, ist das eine super Geschichte. Und ganz wichtig, ihr könnt halt leider nicht beides kombinieren. Das heißt also, entweder ihr sammelt bei IHG selber oder aber ihr sammelt bei Miles & More. Das nur als Hinweis für euch. Soltvest, das ist eine Investment-Plattform, wo ihr für eine Ersteinzahlung 10.000 Meilen bekommt und für jede weiteren eingezahlten 1.000 Euro 400 Meilen bekommt. Wer nach einem Investment sucht, nicht, dass ich jetzt irgendein Investment empfehle, ne, ganz wichtig, ich sage nur, es gibt Meilen. Ihr müsst euch selber informieren, ob das was für euch ist. Jetzt aber zu den Freunden von dem Mietwagen. Ja, da lehne ich mich nach vorne bei Six. Da gibt es im Buchungszeitraum vom 1. bis zum 31. Mai mit dem Anmietzeitraum vom 1. bis zum 30.06. dieses Jahres 15-fache Meilen. Ganz wichtig, bis zu 15-fache Meilen könnt ihr bekommen. Oder wer hemden.de einen Einkauf macht, kriegt 10-fache Meilen. Gutschein ist von Kados. Auch hier wieder die Links mache ich unten rein. Bei Loctan, ihr kennt das, das sind die Produkte, wer in Parkheit in Hamburg absteigt, der kennt das ja. Da gibt es von Loctan, heißt die Loctan? Ich glaube schon, ne? Ist eine französische Firma. Auf jeden Fall, ihr kennt die ja alle, gibt es die Produkte. Auch in der Lufthansa Lounge sind diese Produkte. Wer in der Senator Lounge auch dieser Tage oder in der FTL Lounge, also Business Lounge, auf Toilette geht, sieht die Pumpspender einmal mit Handwaschmittel und sogar mit Creme daneben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ganz interessant und spannend, vielleicht für den einen oder anderen. Da gibt es 6-fache Meilen. Und ich habe es eben gesagt, wer bei Otto bestellen möchte, im Zeitraum vom 1.5. bis zum 31.5. kann 3-fache Meilen bekommen. Also da ganz wichtig, das wäre eine interessante Geschichte. Also das sind die Sachen, die ich euch schon mal gesagt habe. Den ENBW haben wir ja gesagt, das ist auch sogar der Shop des Monats. Loctan gibt auch im Zeitraum vom 8.5. bis zum 9.5. 15-fach Meilen bei Flora Prima, dass ihr da so nochmal guckt. Wenn ihr das in dem Zeitraum legt, dann kriegt ihr sogar noch wesentlich mehr Meilen. Wer irgendwelche Klamotten kaufen möchte, geht zu Peek & Cloppenburg, Anson's, Orsay, Hemden, Burberry, Olymp, Otto, aber auch nur am 8. und am 9.5. Da gibt es 10-fache Meilen. 8-fache Meilen bei den Gebrüder Götz, Schuhe, ihr wisst ja, Zoo Royal, Brille 24, Maison de Monde, Herrenausstatter.de gibt 8-fache Meilen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wer sich neu einkleiden möchte. Wer bei Loctan, außer am 8. und am 9.5., ne, da wisst ihr, da gibt es ja sogar mehr, oder bei Ralf Rollin kauft, kriegt 6-fache Meilen. 6-fach. 5-fache Meilen bei Galaxus, Lotto.de, Kfz-Teile 24, Roast Market und FC Moto. 3-fache Meilen bei Lieferando. Also wenn ihr irgendwelche Essenssachen bestellt, Lieferando gibt euch 3-fache Meilen. Reifen direkt, ATU, Auto,
außerhalb am 8.5.9.5 gibt euch dreifache Meilen, weil die natürlich bei der Aktion euch wesentlich mehr geben, die zehnfachen Meilen. Das ist der Aktionszeitraum 1.5. bis zum 31.5. Man wird ja ganz atemlos, da muss ich auch noch mal erstmal was trinken. Aber Wasser schon fast zu Ende. Naja, nun gut, ihr wollt mir einen Whisky kaufen, ne? Ansonsten sind das die Angebote aus dem Shop-Bereich gewesen. Da gibt es dann weitere Angebote im Reisebereich, ja. Marriott, wer also bei Marriott übernachten möchte, der kann bis zu 10 Prämienmeilen pro US-Dollar bei ausgewählten Hotels bekommen. Buchungszeitraum 1.5., 31.5. und 1.5. bis 31.6. müsst ihr euch dort aufhalten. Aber auch hier gilt ganz einfach und ganz wichtig, wenn ihr beim Bonvoy sammelt, dann könnt ihr entweder die Bonvoy-Punkte machen oder ihr nehmt die Lufthansa-Punkte, aber ihr kriegt dann keine Status-Benefits. Gilt übrigens für IHG genauso, hatte ich eben nicht ganz so klar kommuniziert. Jetzt für alle die, die bei Porsche sich ein Auto mal im Experience Center näher anschauen müssen, kriegen bei diesem einmaligen Fahrerlebnis 8 Meilen pro Euro. Das heißt also, wenn ihr im Porsche Experience Center in Leipzig oder im am Hockenheimring da eine Aktion macht, gibt es wirklich 8 Euro. Buchungszeitraum ist zum 1.5. bis zum 31.6. Fahrzeitraum ist sogar vom 1.5. bis zum 31. Juli. Wetter wird schön, sollte also geil sein. Jetzt gibt es noch ein exklusives Angebot von Porsche für alle, die Frequent Traveler sind, Senatoren sind oder Hornzirkel. Da bekommt ihr 4.000 Meilen, wenn ihr ein Porsche mietet, Porsche Drive Rental. Es gibt ja die Geschichte, wo ihr Porsche mieten könnt. Ihr kennt das ja schon, gibt es ja auch bei BMW, gibt es auch bei Mercedes mittlerweile. Und da ist der Fahrt- und Buchungszeitraum vom 1.5. bis zum 31.5. diesen Jahres. Und man bekommt natürlich auch noch kostenlosen Hol- und Bring-Service, einen Nachlass von 50 Euro und Freikilometer. Da müsst ihr euch dann in dem Angebot reingucken. Auch hier wieder der Hinweis, der Link gibt's, den gibt's unten. Jetzt kommen wir wieder zu der Thematik. Ihr habt Meilen gesammelt, ihr möchtet diese Meilen aber auch einlösen. Da gibt es wirklich ein Angebot, dass man einmalig bis zu 30% Meilennachlass auf die nächste Buchung bekommen kann für den Mietwagen oder fürs Hotel über den Partner Hotels Cars by Points. Das ist eine interessante Geschichte. Denn wenn ihr im Buchungszeitraum vom 1.5. bis zum 31.5. das macht, gibt es halt wirklich einmalig 30% und die Buchung ist flexibel. Der Buchungszeitraum, so weit wie geht, im Regelfall geht es nur ein Jahr. Das waren die Angebote aus dem Mai, auch wenn es für euch zu schnell war. Ich fand, es waren viele gute Angebote dabei. Ihr könnt es nochmal unten in den Shownotes nachlesen. Ich habe das für euch nochmal vorbereitet, damit ihr da auch einfach mal schauen könnt. Wenn ihr Fragen habt zu den Angeboten, schreibt sie auch unten in die Kommentarspalte rein. Schreibt mir eine Nachricht, WhatsApp. Ihr wisst ja, oben, unten, Kommentarspalte, über der Kommentarspalte vorgesehen oder unter dem Video so gesehen, gibt es die Shownotes und da sind ja auch die Kontaktdaten, wo ihr mich erreichen könnt jederzeit. Also insofern, schaut es euch an und ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal reinschaut und etwas für euch findet. Wenn ihr andere Anregungen habt, auch gerne. Also insofern war es das wieder mit den Mai-Highlights von Lufthansa Miles and More und bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV für euch immer wieder am Ball mit mehr Punkten, mehr Meilen, mehr Status. Also bis dann. Ciao.